The Photo Dudes. Wahnsinnig ernst. Hallo zusammen, wir sind wieder eure Photo Dudes. Klasse, dass ihr wieder einschaltet hier beim nächsten Dude Clip. Wir haben heute ein cooles Thema für euch vorbereitet. Jetzt wollen wir jetzt so ein bisschen lockeren Talk geben. Ja. Was laberst du? Bisschen Geschichte dazu, bisschen Geschichten auch dazu. Es geht nämlich heute um Schlüsselerlebnisse in der Fotografie. Also es soll heißen, jeder hat ja mal irgendwie bestimmte Begegnungen oder irgendein Erlebnis im Leben, die einen voranbringen oder prägen oder eine gewisse Richtung geben. Ja. Und genau sowas gibt es auch in der Fotografie. Genau solche Dinge haben der Stefan und ich auch schon erlebt. Mhm. Und davon wollen wir euch heute mal ein bisschen was erzählen. Mhm. Also auch so ein bisschen Behind-the-Dudes-Thema. Mhm. Gut, Stefan, willst du vielleicht mal anfangen? Ja. Cool. Also Schlüsselerlebnis. Ich weiß noch ganz genau, wie ich angefangen habe mit Fotografieren. Das war vor circa 10 Jahren. Da habe ich mir einfach eine günstige Spiegelreflexkamera gekauft für einen Urlaub. Und dann bin ich damit mal in den Stall gegangen und habe da mal Pferde fotografiert. Und dann habe ich irgendwo im Internet mal so ein Stoppfoto gesehen von, ich glaube in den USA, Futurity oder so. Da habe ich gedacht, okay, das sieht ja mal richtig fett aus. Probiere ich mich mal aus, ob ich das auch hinkriege. Hat natürlich am Anfang nicht so funktioniert. Habe natürlich erstmal mit Serie drauf geballert. Aber das war so ein Key-Moment, der mich überhaupt dazu gebracht hat, in die Pferdefotografie überhaupt reinzugehen. Okay. Ja, also Social Media, Facebook, amerikanische Futurity, NIJ Futurity. Das ist so ein prägender Moment gewesen für mich, dass ich überhaupt in die Richtung gehe. Mhm. Wusste ich jetzt nicht. Also ich konnte, die Story kannte ich jetzt noch nicht. Mhm. Also bist du quasi sozusagen über ein Foto, das du gesehen hast, zur Reining- oder Western-Sportfotografie gekommen? Genau, also hauptsächlich Pferdefotografie habe ich mal so ab und zu ein bisschen so Koppelbilder. Ja. Mehr schlecht als recht am Anfang natürlich, aber es ging dann so ein bisschen mehr in die Richtung Sport, also auch mal beim Reiten fotografieren, ein bisschen mehr Action-Foto, so ein bisschen beim Drehen und so Sachen. Also es ging da so in die Richtung. Okay, ja, cool. Cool. Ja, ja, so kann einem die Richtung ein bisschen beeinflussen. Ja, cool. Ja, mache ich mal weiter, oder? Mit einem Schlüsselerlebnis. Jeder zwei. Also ich habe zwei vorbereitet im Kopf. Ja, cool. Ein Schlüsselerlebnis ist tatsächlich, es war ein ganz bestimmtes Shooting. Das ist so ein, ich bezeichne das auch immer gern, wenn ich davon erzähle, so als Icebreaker-Shooting. Von denen gab es mehrere, aber das war so das erste. Ich habe 2012 angefangen mit der Pferdefotografie, also mit der Auftragsfotografie. 2012 im Sommer, im Juni. Und ich war dann viel unterwegs, so, was heißt viel, eigentlich ganz wenig. Ich hatte so 2-3 Shootings vielleicht den Sommer über und war halt hier und da mal Pferde fotografieren, aber nichts Besonderes. Und dann war es so Ende August, Anfang September, da hat mich dann über Social Media die Susanne Schnell kontaktiert. Die Susanne Schnell war zu der Zeit noch viel im Reining-Sport unterwegs, als Trainerin im Open-Bereich. Die hat einen wunderschönen Hengst, den Customized Chrome. Der Hengst, der hat eine Mähne. Oh, Walle Mähne. Ach du Heilige. Also wirklich, Mähne bis zum Boden. Ach, die Hur. Ich kannte ja den Hengst schon, so von Bildern her. Und haben auch auf den Turnieren gesehen und konnte auch die Susanne vom Hören sagen. Und dann kriege ich diese WhatsApp, diese Facebook-Nachricht, sie würde mich gerne für ein Shooting für ihren Hengst buchen. Und ich saß daheim, ich soll diesen Hengst fotografieren? Okay. War in dem ersten Moment, habe ich mich mega geehrt gefühlt. Ich habe natürlich das Shooting angenommen, also absolut klar. Und Das war so ein, definitiv hat sich im Nachhinein erst herausgestellt, dass das wirklich so ein Schlüsselerlebnis war für mich, so ein Icebreaker.
Weil mit diesen Bildern und mit der Zusammenarbeit mit der Susanne hat sich für meine Arbeit schon sehr früh viel größere Reichweite ergeben, ja, die klar. ich zu dem Zeitpunkt selbst mit meinen Social-Media-Kanälen oder Website oder so nicht zustande gebracht hätte. Und auf einmal wurden meine Bilder auch Leuten aus der Western-Reiz-Szene gezeigt, über Social Media. Klassischer Karriere-Push sozusagen. Ja, so ein Karriere-Push, kann man so sagen. Und ich bin mir sicher, dass mich das zu einem frühen Zeitpunkt schon ein ganzes Stück weitergebracht hat. Ja. Also insofern, Chancen sehen, Chancen nutzen, mitnehmen. Ja, das war, cool. war so ein Thema, genau. Ja. Hast du noch was? Ja. Okay, hau raus. Ich weiß noch, wie wenn es gestern war. Oh, wie wenn es gestern war. Vielleicht war es ja gestern. War, hört sich jetzt blöd an, aber das war unser erster Workshop zusammen. Ah, okay. Quasi bevor wir zusammengearbeitet haben, in Neudeck im Küfnerhof, haben wir den Workshop gemacht, das haben wir im ersten Video auch schon mal angesprochen, wie wir uns kennengelernt haben. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, einfach nochmal auf ein höheres Level zu kommen. Da ging es ja damals darum, dass man vom Knipsen zum richtigen Fotografieren. Vom Knipsen zum Fotografieren. Genau. Da haben wir ja mit Blitzanlage fotografiert in der Halle. Dann keine Serie. Raining-Fotos. Raining, also Stops, Spins und Zirkel. Richtig. Ja, also das war für mich nochmal hier eine Schippe draufzulegen auf das, was ich sowieso schon gemacht habe. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Level. Und auch die ganzen Workflow-Sachen haben mich da so gepusht und weitergebracht, die ich einfach so viel mehr Sachen reinpacken kann jetzt in meinen Alltag. Also das war für mich ein extremes Schlüsselerlebnis in meiner Karriere jetzt. Wenn ich da anknüpfen darf, also es ist halt auch eine komplette Win-Win-Situation, ja. Der Stefan hat von mir Wissen bekommen, Techniken, einfach fotografischen Background. Und der Stefan hat mir seine Zuverlässigkeit, seine Loyalität und auch sein massives Können und sein massives Lernvermögen im Gegenzug wieder entgegengebracht. Und das prägt für mich eine Zusammenarbeit, wenn eine Win-Win-Situation entsteht. Wenn einfach zwei Leute zusammenarbeiten und oder mehrere Leute zusammenarbeiten, aber jeder irgendwie davon Nutzen profitiert. Hat, ja. Genau. Auf jeden Fall. Und das haben wir uns auch so für die grundsätzliche Zusammenarbeit miteinander auf die Fahne geschrieben. Entweder wir haben beide was davon oder wir lassen es. Ja. Ja. Genau. Cool. Auf jeden Fall. Also ist die Begegnung oder das mit mir ein Schlüsselmoment? Ja, für also was heißt eine Begegnung? Es ging mir jetzt rein um den Mehrwert, also als Schlüsselerlebnis. Natürlich, cool. Freundschaftlich natürlich auch. Sicher. Mit der Turnierfotografie auf jeden Fall. Also, voll. Aber dieser eine Tag hat mich allein schon in ein ganz anderes Level gehoben. Mhm. Cool. Ja. Dein zweites Teilchen. Mhm. Da habe ich daraus gelernt aus dem, was ich jetzt erzähle. Wenn sich eine Tür schließt, das wird jetzt vielleicht ein bisschen kritisch, wenn sich eine Tür schließt, kann ein ganzes Tor aufgehen. Ich habe im November 2016 meinen Hauptberuf gekündigt, um mich ab dem Frühjahr 2017 selbstständig zu machen, hätte hier eigentlich eine Zusammenarbeit mit einem anderen Fotografen gehabt. Und war alles schon soweit auch unter Dach und Fach und durchgeplant und wurde dann, wie soll ich denn ausdrücken, relativ kurzfristig, so 4 Wochen bevor ich aus meinem Unternehmen, also bei meinem alten Arbeitgeber ausgeschieden bin, wurde ich dann relativ kurzfristig abserviert. Im Nachhinein gesehen, hätte mir nichts Besseres passieren können. Also ich wurde aus diesem Projekt, das ich mit dem anderen Fotografen
gehabt hätte, geplant hätte, was auch meine Existenz gerade im ersten selbstständigen Geschäft ja gesichert hätte. Ich wurde aus dem Projekt rausgenommen, war nicht mehr Teil davon und hat mich natürlich wahnsinnig viel an geplanten Umsatz kostet. Und man muss halt auch mit aller Liebe zur Kunst, sage ich jetzt mal, man muss wirtschaftlich denken. Ja? Man ist selbstständig, man muss ja von irgendwas seine Brötchen kaufen. Und dann wurde ich da rausgeschossen und mir haben tatsächlich diese Umsätze im ersten Moment gefehlt, aber irgendwie, ich bin ein Mensch, ich stecke den Kopf ungern in den Sand. Und ich habe anfangs gesagt, aus Türen, die sich schließen können, Tore werden, die sich öffnen. Und genau so war es nämlich auch. Weil rückblickend, wäre das damals nicht so passiert, dass ich aus dieser Zusammenarbeit rausgehe oder rausgegangen werde, ja, wäre das nicht passiert, würde ich heute nicht dastehen, wo ich bin. Ja. Ja. Das ist auch damals ganz konkret um die Turnierfotografie gegangen. Ich wäre in Zusammenarbeit mit dem anderen Fotografen eben in der Turnierfotografie unterwegs gewesen. Und dann hat sich das ohne mich verselbstständigt. Und ich war dann nicht mehr gefragt. Und gerade mal ein Jahr später war ich und mein Unternehmen und meine Leute, die mit mir zusammenarbeiten, an genau der Stelle, wo das andere Team hätte hin sollen, ja. Ja, oder dort war, wo ich Teil von dem Ganzen gewesen wäre. Und genau ein Jahr später war ich dann da und sogar noch an ganz anderen Orten. Was ich mir nie hätte erträumen lassen, dass viele Dinge, gerade eben in der Turnierfotografie, vom kleinen Regionalturnierfotografen hin zum, mit Verlaub, einem der erfolgreichsten Reigning-Fotografen, Turnierfotografen in ganz Europa zu werden, ja. Hätte ich mir nie erwartet. Aber das war nur möglich, indem ich 2017 aus diesem Team oder aus dieser Zusammenarbeit rausgeschossen wurde. Also kann man auch mal mitnehmen, wenn sich was Negatives auftut, kurz mal drüber schnaufen, ja, einen klaren Kopf kriegen und dann nach vorn gucken und schauen, was kann ich aus der Situation machen. Und eine Sache, die ich aus der Situation gemacht habe, ich habe mir Leute gesucht, auf die ich mich verlassen kann, die meine Welle mitreiten wollen. Neben mir sitzt einer, mit dem ich jetzt auf einer Welle reiten kann. Ja. Und gibt es noch viele, viele andere in meinem Team. Ich habe inzwischen eine Angestellte bei mir im Unternehmen, die Eileen. Und ohne all diese Leute hätte das alles auch nicht funktioniert. Aber hier ist Loyalität und Zusammenarbeit und ein Zusammenhalt da. Ja, ist absolut wichtig. Ja. Ja. Und das wäre auch diese Begegnung mit dem Stefan. Das würde es nicht geben. Das würde es nicht geben. Es würde dieses Video hier nicht geben, wenn ich 2017 nicht aus dieser Zusammenarbeit rausgeschossen worden wäre. Ja. Aber dann hätte ich den Stefan wahrscheinlich nie kennengelernt. Ja? Oder halt nicht auf diese Art und Weise. Und insofern sind wir doch froh, dass es so gekommen ist. Sind wir froh, das war ein Schlüsselmoment. Ja, ich muss sagen, es spricht ja dann auch absolut für dich, weil ich glaube nicht, dass es viele Leute geben wird, die nach so einem Schock, ich meine, 4 Wochen, also Kündigung schon abgegeben, 4 Wochen, bevor du eigentlich in dieses Projekt rein sollst, wo ein sicher geplantes Einkommen gewesen wäre. Ich glaube, da gibt es einige, die da eher noch, auf Deutsch gesagt, den Schwanz eingezogen hätten und sich dann weiter beworben hätten, was anderes gemacht hätten. Und das spricht absolut für dich, dass du das durchgezogen hast. Und ich meine, der Erfolg spricht für sich. Es war mein Traum. Es war mein Traum, da wo ich heute bin. Das war mein Traum. Ja. Mit allem drum und dran. Also mit den Aufträgen, die ich habe, mit den Kunden, die ich habe, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite vor allem. Das war mein Traum, den ich jetzt einfach leben kann. Mhm. Und von daher, ich glaube, das hat man aber auch aus Leben gelernt. Ich habe viel Scheiße gefressen in meinem Leben.
ja, gerade so familiär schwierig gewesen, ohne Eltern aufgewachsen und solche Dinge. Aber ich glaube, genau da lernt man, dass man kämpfen. Dass man kämpft und wenn Gülle passiert, man kann traurig sein, man kann sich einen Kopf drüber machen, man kann auch mal stinkig sein, aber dann einfach nach vorn schauen. Ja. Ja. Immer straight forward, immer. Und immer Gas geben, wenn man für die Sache brennt. Ja, ja, das ist wichtig, Gas geben. Richtig. Jetzt sind wir durch das Thema ein bisschen abgeschweift hier, aber so ist ein Schlüsselerlebnis. Ich glaube, das sind auch immer wieder so Learnings auch dabei. Ja, definitiv. Man, Schlüsselerlebnisse, ja. Key Moments, wie wir auch sagen. Also, richtig, da lernt man einfach auch dran. Ich denke, dass das einer von den größten Key Moments überhaupt sein kann, wenn sowas passiert. Richtig. Und natürlich dann auch zum Guten sich wendet. Man muss ja fallen, um zu wachsen. Ja, ja. Richtig. Cool. Wenn du hinfällst, stehst auf. Mach's weiter. Genau. Richtig. Sehr cool. Ja. Ja, so. Jetzt habt ihr zwei Schlüsselmomente aus unserer bisherigen... sogenannten Real Talk. Real Talk. Aus unserem bisherigen fotografischen... Das war nicht deutsch. Aus unserem fotografischen Werdegang gehört. Ich hoffe, es werden noch ganz, ganz viele solche Momente kommen, auf die wir dann irgendwann nach ein paar Jahren zurückblicken können und sagen können... Hey, wir könnten mal wieder einen Dude-Clip über Schlüsselmomente machen. Definitiv. Ja. Weiß nicht, gibt es bei euch im Leben vielleicht so Dinge, die wegweisend waren, ja, die, wo er drauf rückblickt, zurückschaut und sagt, hey, das war's eigentlich, ich konnte noch nie gut schnipsen. Gibt es bei euch eigentlich so Dinge, die passiert sind in der Vergangenheit, in eurem Leben, die vieles verändert haben und die euch geprägt haben, vielleicht ja auch eine andere Richtung gegeben haben. Das würde uns mal mega interessieren. Schreibt ihr das bitte gerne in die Kommentare, weil wir wollen natürlich auch euch ein bisschen kennenlernen. Ja. Ja, also euch als unsere Follower wollen wir natürlich auch ein bisschen was drüber erfahren. Genau, und die jetzt uns noch nicht folgen, Abonnieren-Button klicken, genau, die kleine Glocke aktivieren, dass er über jedes Video Bescheid bekommt und ein Like da lassen. Und eins will ich jetzt unbedingt noch bringen. Wir haben einen super coolen Telegram-Kanal. Ah. Also wer Telegram nicht kennt, es ist sowas wie WhatsApp, nur eher so, ja, es wird dann doch mehr so für News auch mehr genutzt, als wir jetzt ganz normales Chatten, ja, Messaging. Es wird so als News-Kanal benutzt mehr und wir haben hier eine Fotodudes-Telegram-Gruppe. Ja. Also es kann jeder in dieser Gruppe mitschreiben. Und die wird auch immer aktiver jetzt mit der Zeit. Genau, da könnt ihr auch Fragen reinstellen zum Beispiel. Genau, richtig, richtig. Oder euer Feedback zu einem aktuellen Video. Ja. Schaut doch mal bitte in der Telegram-Gruppe vorbei. Die wächst in letzter Zeit immer mehr. Wir haben jetzt um die 60 Mitglieder schon in dieser Gruppe. Ist auch immer wieder mal ein netter Austausch da. Und schaut doch mal rein in diese Gruppe. Ich will das jetzt ganz explizit nochmal erwähnen, weil es eine coole Sache ist da drin. Da können wir kurz, schnell, knackig miteinander kommunizieren. Und würde uns freuen, Link zur Telegram-Gruppe ist unten in der Videobeschreibung. Sowie auch zu Instagram und zu unserer Facebook-Seite. Kompletten Social-Media-Kanälen. Cool, dann würde ich sagen, denke ich, war es das von uns wieder. Absolut. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao, ciao.